Oh Gott, nee, das ist irgendeine Bibel, die wollen wir jetzt nicht lesen. Ich habe nur Genesis gelesen oder Genesis und denk mir so, er ist so verwirrt, nope, dass er sicher kaum weiß, welches Jahr wir haben. Was steht ihm zu? Vielleicht war er immer allein. Vielleicht ist dieser Ben nur erfunden. Das klingt für mich auch so, dass dieser Ben nicht existiert. Oder? Ich habe auch bei ihm so... Hat sich Ben im Nebel verirrt? Oder er ist die Quelle davon? Ich hatte auch Kannibal-Vibes bei ihm. Gebe ich ja zu. So wie der geredet hat. Aber dafür hat er mich zu wenig angesabbert. Also, er wollte nicht an mir knabbern, das meine ich. Ich liebe Sprünge ins Ungewisse. Da unten sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Keine Sorge, auch deine anderen Sinne werden leiden. Ach, dieser Nebelschleier ist dicker als ein schottischer Dragoner. Und stinkt fast genauso schlimm. Mann, ich mag's nicht zu sehen, wo ich hingehe. Jetzt einfach mal. Ich kann alles sehen. Ach so. Oh, was? Warte. Das ist besser. Und ein bisschen furchteinflößend. Danke für die Info. Siehst du das? Anscheinend entweicht der Nebel aus diesen seltsam aussehenden Stalagmiten. Warte mal, ich glaube, ich kann uns von dem Nebelschleier befreien. Wie? Tja, ich bin zum Teil aus demselben Stoff gemacht. Dazu kommen würde. Wir haben es geschafft. Finden wir raus, was es verursacht hat. Du meinst, wer gestorben ist? Der Ben wahrscheinlich. Spuren eines Kampfes. Ein Echo hängt an ihm. Unendlich viele Wege treffen sich an einem einzigen Punkt. Ich kann nicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Auf die Beine, Lind. Wir geben nicht auf. Ich habe genug. Es gibt keinen Weg nach oben und auch keinen nach unten. Seit Tagen essen wir nichts als gekochtes Schuhleder. Mir reicht's. Wir geben nicht auf! Lass mich in Ruhe! Gott verdammt, ich habe es satt, dich zu tragen! Was machst du da? Tu mir nicht weh! Ich hasse dich. Ich hasse dich! Nein! Das war Ben. Und ich glaube, das ist unser Freund. Ben ist im Herbst gestorben. Und jetzt ist sein madiger Geist zurück, um den Freund heimzusuchen, der ihn gestoßen hat. Hat Jacob also gelogen, um den Mord zu vertuschen? Er wäre nicht der Erste. Wir müssen die Leiche finden. Hoffentlich sind uns die Wölfe nicht zuvorgekommen. Was zockst du, Großer? Das ist eine weirde erste Message in dem Chat, möchte ich anmerken. Also das Große am Ende. Ohne das Große wäre die Nachricht so wenig, so viel weniger weird. Und was ich zocke, kann man auf Twitch als Bild sehen. Es steht im Titel. Es ist so eine weirde Frage, so im Groben und Ganzen.
Banishers zocke ich. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Anscheinend nicht hier. Okay. Sieht aber jetzt nicht so aus. Warte mal. Er wurde mit dem Messer aufgeschlitzt. Für sein Fleisch. Ah! Immer noch keine Kette. Vielleicht in Jacobs Hütte? Gut. Wissen wir auch, was Jacob so gegessen hat die letzten Tage. Fleisch gegessen. Jacob hat Ben gegessen. Hatte er wirklich so einen Hunger, dass er seinen Freund gegessen hat? Vielleicht hatte der Albtraum etwas damit zu tun. Ich nehme Kannibalismus für 50. Ja, aber er hatte auch so, keine Ahnung, immer wenn man, also das ist in Videospielen ganz oft so. Immer wenn Kannibalismus am Start ist, sind das immer so ganz, also die Charaktere sind immer gleich. So, vom Verhalten und vom Reden her. Die reden immer gleich. Die Art, wie sie reden. Also es ist immer das Gleiche. Du kannst Kannibalismus schon 50 Meter gegen den Wind riechen. Ich meine, die haben wahrscheinlich eher das Gammelfleisch in der Hütte gerochen. Aber, ja, eigentlich ist Kannibalismus immer der gleiche Shit. Moment, da komme ich her. Was ist denn da hinten? Hier. Muss nicht schmecken, muss wirken. Ja. Ja, ich habe auch, wo war das? Bei Final Fantasy 7. Die Dinger, die kriegen später eine Schusswaffe oder so. Ich wette, die müssen wir mit einer Schusswaffe abschießen. Das ist schon der zweite, wo ich nicht so drankommen würde. Bei Final Fantasy 7 habe ich ja auch aus Spaß gesagt, warum müssen die Kanten immer gelb sein, so? Und es gibt wohl richtig viele Leute, die sich richtig hardcore beschwert haben, dass diese Kanten nicht nötig wären und man die Spieler doch selbst erkunden lassen soll. Sehe ich anders? Ich verstehe, warum die Kanten da sind. Die Kanten sind dafür da. Hier sowas ist dafür da, damit der Spieler den Weg findet. So, aber es gibt es diese Hardcore-Menschen, die sagen, nee, ich bin schlau genug, lass mich das Spiel erkunden, ich finde das selbst raus. Und Spieleentwickler sagen, nein, ihr seid nicht schlau genug. Die Kanten haben einen Sinn. Das lauert auf uns. Und ich verstehe das. Ich verstehe das zu 100%. Ich weiß, also, ich finde die Kanten okay. Und die, gerade die Leute, die sagen, lass die Kanten weg, ich kann das selbst, sind genau die, die hinterher in einem Forum schreiben, dass sie den scheiß Weg nicht gefunden haben. Weil es ja keinen Hinweis darauf gibt, wo der Weg wäre. Diese Menschen sind das dann. Ja, oder dann hinterher eh nach Guide spielen. Gibt's ja auch ganz viele. Deswegen, es ist schon okay, dass die Kanten gelb sind. Ja, die Kanten fallen, sind halt dann, ne? Fallen dann halt negativ auf für... Hier ist das aber geil gemacht, weil hier ist das so gelbes Moos. Das ist cool gemacht.
Und auch hier mit dem gelben Lappen hier an der Laterne so. Das ist schön, schön versteckt so. Bei Final Fantasy ist das ja schon sehr aufdringlich gemacht. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Moment. Hier käme ich wieder runter. So, wir sollen die Ermittlungen. Getötet und verspeist. Das Rätsel um Jacob Linsheim, so, das ist ein weird... Oh. Genau. Ein Spieleentwickler will ja, außer... Es gibt natürlich Spieleentwickler, die wollen solche Spiele machen, wo der Spieler verzweifelt. Ne? Das Genre gibt's auch. Keine Frage so. Aber der, ich sag jetzt mal, der Otto-Normalspielentwickler, der ein Spiel wie Banishers macht oder ein Final Fantasy, der will ja, dass ein Spieler eine gute Erfahrung mit dem Spiel hat. So. Selbst Dark Souls ist irgendwo so designt, dass du den Weg findest. Vielleicht nicht immer den richtigen, aber du findest Wege. Level-Design hat so viele Facetten, wie man ein Level designen könnte, dass ein Spieler den Weg findet. Es muss nicht immer der gelbe Balken sein. Aber der gelbe Balken ist okay. Er darf auch lila sein. Überlass das mir. Fast geschafft. Wow. Ja, was für eine Scheiße. Kackwolf. Wo hat er jetzt gespeichert? Ah, direkt hier, das ist nett. Ich stehe bereit. Der Wolf bufft den, das heißt, ich muss den wegmachen erst. Bereit für den Einsatz. Aua. Also der Alpha-Gegner hier geht mir schon hart auf die Eier. Alter, wie viele? Nee! Gib acht! Du musst schneller werden. Verdammte Plage. Das war anstrengend. Ich bin auch schwer, by the way. Damit ich eine Entschuldigung habe. War ich jetzt hier schon drin? Blutkisten in Sicht, aber außer Reichweite, Terrengeist oder halt... Ja, also, ja klar. Also es gibt viele Wege zu markieren.
Und jeder Weg ist fein. Außer, was halt nicht fein wäre, wären so fette Linien auf dem Boden, die dir halt vorgeben, wo du lang läufst. So dauerhaft, weißt du? Gibt ja diese Funktion, dass die so... Bei Ghost of Tsushima zum Beispiel, der Wind hat dir ja die Richtung gezeigt. Das war optional. Aber wenn jetzt etwas dauerhaft dir den Weg zeigt, das ist halt nicht nice so. Lass uns nach der Fessel suchen, solange Jacob draußen ist. Ja, und immer noch eklig. Gut, dass wir nichts vom Eintopf gegessen haben, by the way, ne? Ein Essnapf samt Löffel aus Holz, beides handgeschnitzt, die von Jacob Lind benutzt wurden. Diese Fessel ist durchtränkt von Geisteressenz. Sobald die Bindung des Geistes an das Lebendreich durch den Abschluss einer Spukermitten durchtrennt wurde, nähert sich Antea automatisch an Essenz, um sich zu stärken. Overwatch Payload-Linien. Ja, in Multiplayer-Games ist das wieder nice, natürlich. Das ist okay. Ich glaub, ich hab aber in Story-Games halt nichts. Wie konnte ich die nur übersehen? Bei dieser Menge an Spektralspuren ist es ein Wunder, dass wir sie überhaupt fanden. Komm, lass uns mit Ben reden. Kann ich das jetzt direkt durchführen? Achso, lass uns mit Ben reden, hat sie ja gesagt, nicht mit Jacob. Ja, okay. Der Geist wird meiner lieblichen Singstimme nicht widerstehen können. Ihr seid nicht Jacob. Nö. Wer seid ihr? Mein Name ist Red McWraith. Ein Schotte. Und ihr? Antea Duarte. Wir sind Verbanner. Wir können euch helfen. Mir kann keiner mehr helfen. Wo ist Jacob? Oh, lol. Wir wissen, was dir widerfahren ist, Benedikt. Was hält dich hier fest? Er ist es. Er wartet und wartet und wartet auf mich. Er will nicht sühnen, was er tat. Und ich kann nicht entkommen. Aber ich werde ihn nicht hassen. Wie könnte ich das? Er wirkt wie ein guter Lügner. Wir dachten, er sei ein hoffnungsloser Fall, dass er seinen Verstand verloren hätte. Wer verlöre nicht den Verstand, der wochenlang an einem Ort festsitzt, seines Lebens, seines Glückes beraubt? Und anfängt, Menschen zu essen? Obwohl ich es leugnete, sah ich es voraus. Ich wurde misstrauisch. Etwas in mir erkannte seine Gedanken. Denn ich dachte dasselbe. Was willst du von Jacob? Willst du dich rächen? Ich suche keine Rache. Er ist ich und ich bin er. Was braucht er, damit er loslassen kann? Er muss sich stellen und seine Taten akzeptieren. Für uns beide. Nachts las er die Bibel. Gott nähme uns ans Herz, wenn wir gut und ehrlich wären. Das brachte er mir bei. Wir waren gut, wir lebten ein ehrliches Leben. Wir mieden die Menschen. Wir kümmerten uns nur um uns selbst. Also sagt mir, Verbanner, womit haben wir das verdient? Das war nicht Gottes Werk. Hier ist ein anderes mächtiges Wesen im Spiel. New Eden ist verflucht. Dann ließ Gott uns im Stich. Und wir sind dem Untergang geweiht. Ich danke dir, Benedikt. Vielleicht reden wir nochmal miteinander. Vielleicht werden wir das, Verbanner. Vielleicht werden wir das. Jacob muss gestehen.
Ich fürchte, die Wahrheit wird ihn brechen. Naja, gucken wir mal. Oder er will uns essen. Hallo. Grüß dich, Jacob. Mr. McGrath? Es tut mir leid, Jacob. Wir müssen reden. Etwas ist mit Benedict passiert. Was? Wo ist er? Ach stimmt, wir sind ja losgegangen in dem angeblichen Wissen, dass er noch lebt. Komm schon, Jacob. Sagt es mir, falls Ben etwas zugestoßen ist. Wo ist er? Benedict hat Schmerzen. Um seinetwillen musst du dich erinnern. Erinnere dich daran, was du getan hast. Aber ich... Nein. Ich würde nie... Ich könnte ihm nicht wehtun. Ich liebe ihn. Jacob, sieh mich an. Du kannst dich unbesorgt erinnern. Sag es mir. Was ist auf dieser Klippe passiert? Ich war müde. So müde. Der Hunger hat Löcher in mich gefressen. Meine Kehle brannte wie Feuer. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Wir sind stark. Wir geben nicht auf. Aber ich wollte es. Ich wollte, dass das alles aufhört. Und doch hast du Benedict aufgegeben und dann bist du auf ihn losgegangen. Ich habe Benedict im Stich gelassen. Ihn enttäuscht. Aber ich war so wütend. So wütend. Er hat mich immer wieder gedrängt. Wir stritten uns. Ich konnte nicht mehr denken. Als ich ihn sah, wie er da lag, auf dem Boden, leblos, da sagten die Stimmen. Entweder er oder ich. Er oder ich. Ich wäre gestorben. Ich hätte sterben sollen. Nichts anderes habe ich für meine Sünden verdient. Ich habe Gott enttäuscht und meinen Freund. Ich bin ein Monster. Ich verdiene keine Gnade. Nein, du bist nur ein Sünder, der um Hilfe bettelt. Wir beide standen vor der einfachen, aber schrecklichen Wahl. Töten oder sterben. Du führtest den ersten Streich. Und nun stehen wir hier. Kannst du mir verzeihen? Unser Schicksal liegt nun in anderen Händen. Ja. Verbanner, verrichte deine Arbeit. Wenn du zurückkommen sollst, wenn wir das Ritual anwenden wollen, von dem wir sprachen, dann ist das der Moment, an dem alles beginnt. Red. Wenn wir diesen Schritt gehen. Jacob ist bereit zu sterben. Die anderen werden es nicht sein. Wir werden Lügen erzählen. Wir werden die Essenz der Lebenden ernten. Ich nehme die Schuld auf mich. Wir stehen vor einer einfachen, aber schrecklichen... Ich denke, das ist eine einfache Wiederbelebung. Ich bleibe dabei. Warum? Warum ist das Ritual so kompliziert? Oder trennen sich unsere Wege auf ewig? Wir müssen uns jetzt entscheiden. Holy shit, und ich muss das jetzt entscheiden. Du stehst kurz vor dem Abschluss einer Spukermittlung. Als Verbanner musst du eine Entscheidung treffen. Die heimgesuchte Person beschuldigen, den Geist aussteigen lassen oder den Geist verbannen. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, vor allem was die Beziehung zwischen Red und Antea anbelangt. Wenn Red sich dazu entschließt, Antea wiederzubeleben, muss er den Großteil der lebendigen Siedler beschuldigen. Ha, welchen Weg gehen wir, Chat?
Gehen wir den Schuldweg? Gehen wir den Darkweg? Ist schon dark, oder? Ich glaube, links ist dark. Rechts ist... Ich bin schon irgendwie für dark. Aber geht jeder dark? Weil alle sie wiederbeleben wollen? Ja genau, rechts ist gut. Der Verbannerweg sozusagen. Mitte ist so, ja, neutral shit. Und links ist halt evil. Man spielt immer den Good Guy. Komm, wir gehen böse. Okay, hier ist der Aufsteigeweg für Antea. Und das ist nur Wiederbeleben. Beide... Guck mal, das sind zwei Endings. Das ist ja... Also zwei Wege sind ein Ending. Wir wollen das Ending. Jacob Lind. Du glaubst, du verdienst keine Gnade. Aber dein Leiden muss ein Ende haben. Du hast deinen Freund ermordet. Den Mann, den du deinen Bruder nanntest. Du hast dich an ihm genährt. Bei seinem Tod war deine Hand im Spiel. Das hast du verleugnet und seinen Geist an dieses Reich gebunden. Sühnen kannst du dieses Unrecht niemals. Doch die Wahrheit und dein Tod werden sein Leid lindern. Kompromisse kann es hier nicht geben. Und wenn das wäre cool, wenn das so wäre. Wo wird dann der Gottlose und Sünder zu finden sein? Wenn ich die, die dich töte, mich heimsuchen können, das wäre eigentlich cool. Mein Freund, vergib mir. Wenn sie merken, dass ich sie angelogen habe. Also ihn lügen wir ja jetzt nicht an. Er ist ja ready, haben sie ja gesagt dafür. Spiel wird zumindest mit harten Konsequenzen beworben. Ja, vielleicht wird... Vielleicht cool. Ich habe das Leben eines Mannes genommen, den ich liebte, und aß sein Fleisch. Ich verdiene all dies. Es ist vollbracht. Du darfst dich an seiner Essenz nähren. Ich glaube, ich brauche einen Moment. Du kannst dich drinnen ausruhen. Oh ja, beim Gammelfleisch. Woo! Keine Maden mehr. Ben ist weg. Auf immer und ewig. Phantomsatz. Oh, das ist ein anderer Skilltree. Okay, I see, I see, I see. Nach dem vierten schweren Angriff wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Okay, das ist der Stackangriff von... Was? Ach so, sie hat eigene Punkte. Ah, okay. Ja, dann das. Inventar. Aufrüsten. Das Amulett können wir auch aufrüsten. Und ausruhen.
Dieser Mann hat seinen Freund umgebracht und verspeist. Als ich Soldat war, habe ich viele Geschichten über Belagerungen und Kannibalismus gehört. Einige davon waren wahr. Wer lange Hunger leidet, kann Schreckliches tun. Und Jacob litt fürchterlichen Hunger. So wie du. So wie ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemandem die Schuld geben würde. Zuletzt habe ich in der Armee getötet. Und mir geschworen, nie wieder zu töten. Es ist noch nicht zu spät, uns umzuentscheiden. Wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Gemeinsam. Es gibt kein Zurück mehr. Damit ich also wiederbelebt werden kann, rauben wir menschliche Essenz. Wir töten Menschen aus Eigennutz. Lebende, atmende Menschen. Wir werden keine Verbanner mehr sein. Redford und Tear einen Eid schwören und gemeinsam werden sie ihr Schicksal wählen. Deine Entscheidungen bezüglich des Abschlusses wirken sich auf deine Chancen aus, das Versprechen zu erfüllen, das sie einander gegeben haben. Du hast die freie Wahl, wie du eine Spukermittlung abschließt, unabhängig von dem Schwur, den du geleistet hast. Du musst aber auch bereit sein, die Konsequenzen für deine Entscheidung zu tragen. Red schwört, dass er an Tear dabei helfen wird, wieder ins Leben zurückzukehren. Ja! This way! Gut. Dann hätten wir das abgehakt. Danke. Ich hoffe, du bereust es nicht. Bald werde ich mir mein Leben zurückholen. Dafür werden wir den höchsten aller Preise bezahlen. Wir Verbanner mögen es Schuldzuweisung nennen, aber im Herzen wissen wir, dass wir Leben auslöschen. Wie viele? Ich weiß es nicht. Vielleicht zu viele, um sie dir aufzubürden. Ich will, dass wir wieder zusammen sind, Red. Ich will Rache an dem Ding nehmen, das mich getötet hat. Ich will leben. Das will ich auch. Von ganzem Herzen. Kein Preis ist zu hoch dafür. Ich werde es tun. Ich schwöre auf meinen Eid, meine Liebste. Ich werde dich von den Toten zurückholen. Spielt doch safe jeder so, oder? Jeder macht das Ending. Wetten? Jeder denkt sich, ja, let's go. Aufgabe gestartet, die Waldbewohner. Gehen wir zurück zur Brücke. Ich fühle mich wieder gestärkt. Mal sehen, ob ich mit den Spektralspuren recht hatte. Als ob ich hier nicht runterspringen kann. Was? Du kannst deine Fertigkeiten in diesem Zusammenhang nicht ändern? Kann ich jetzt? Ja, okay, weil ich auf dem Baumstamm stand. Okay, das Skillsystem ist weird. Ich meine, ne? Kann immer nur einen Weg nehmen. Also ich kann mich immer nur für eine Sache entscheiden davon. Ich will alles. Gib mir doch alles. Also gut. Ich glaube, ich kann hinüberspringen. Deine Verbannerringe werden helfen. Genau das nämlich. Kannst du die Stelle finden, wo die Flecken aufeinandertreffen? Allah, okay. I see, was du von mir willst. Okay, warte. Jetzt mit dem Seil dürfen wir hier nämlich auch runter.
Gehört der jetzt noch dazu oder nicht? Wahrscheinlich. Oder? Nee, anscheinend nicht. Speed. Alles in Ordnung. Ging mir nie besser. Warum jetzt wieder in der Welt? Hexerei! Ist das ein Shortcut? War ich hier schon mal? Hey, ja doch, hier war ich schon. Das ist tatsächlich ein... Shortcut. Gewagter Sprung. Geisterkräfte sind faszinierend, aber ich komme mir so unbeholfen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Du wirst sie ebenso meistern, wie du alles an. Noch eine Straße ins Nichts. Schaffen wir den Sprung? Keine Spektralspuren in Reichweite. Ich kann dir hier nicht helfen. Dann suchen wir einen anderen Weg. Verdammtes Land. Ich bin umgedreht, weil das Gespräch da anfing. Kannst du ja Beschwerde einreichen. Da also wir kriegen eine Schusswaffe. Zu 100%. Da hinten, da wo die Leiche dran hängt, das leuchtet auch ganz komisch. Also wir können später irgendwie schießen. Ein Gewehr lag ja schon bei Jacob in der Hütte, aber das war ja kaputt. Oh fuck, hätte ich das mitnehmen können? Ich hoffe nicht. Hier geht's auch nicht weiter, soweit ich sehe. Warum ist ein Licht? Benutze mit Antea den Phantomsatz LB, um den Kampf einzugreifen. Ich bin bereit. Ah, falscher Knopf wieder. Der hier wird geschützt. Der wird geschützt von dem Grünen, der keine Arme hat hier, der Armlose. Kann ich dir erst den anderen scheren? Was siehst du? Irgendwas, was uns weiterhilft? Achtung! Ein Schemener greift Besitz. Darf ich auch mitmachen? Aua! Hier, bedien dich! Spektrale Aktivitäten. Du hast eine Ansammlung spektraler Aktivität gefunden. Als Verbanner obliegt es dir, diese Gefahr zu bannen. Deine Lebenspunkte und Sudladung werden zu Beginn und nach Abschluss einer solchen Begegnung vollständig wiederhergestellt.
Durch das Eliminieren einer solchen Ansammlung erhältst du dauerhafte Boni auf deine Stärke. Aha, das klingt aber eher so, als ob ich jetzt kämpfen müsste. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Können wir vorher diese Leiche irgendwie zerhackstückeln, damit die die gleich nicht übernehmen? Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Wahrscheinlich das hier. God of War Valkyrien-Vibes ist so. Fügt euch und zeigt euch! Verwechselst du noch immer die Beschwörungsworte? Ey, was? Oh, Schemen soll ich rufen. Okay, ja, ist ja gut. Zeigt uns euer wahres Gesicht. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Be gone! Oh. Einfach nicht, oder? Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Darf ich auch mitmachen? Ich weiß nicht, wie viel ich noch einstecken kann. Das war knapp. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Sagte sie zu Geistern. Bereit für den Einsatz. Schemen. Er sucht sich eine Hülle. Ich hab geblockt. Tricks. Ein Schemen ergreift Besitz. Oh nein. Muss das sein? Halt den Schemen von der Leiche fern. Verschwinde endlich! Du verschwendest deine Zeit mit dem. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Hier, bedien dich! Den anderen Schemen. Ich bin dabei. Ein fieser Brocken. Der hat aber 50.000 HP. Ändere deine Strategie. Such dir einen anderen Gegner. Peiniger zuerst. Alter. Flappe der. Also ich habe leider die Vermutung, dass der Schwierigkeitsgrad schwer hier wieder nur heißt, die Gegner haben 50 Millionen HP. Das ist gerade meine Vermutung gerade wieder. Gott, Güte, du bist ja zäher als eine Kakerlake. Weil so wie ich auf den hier einprügeln muss, dann sind Leichen so zäh. Kann das wieder nur am Schwierigkeitsgrad liegen. Willst du mich endlich verschwinden? Such dir einen anderen Gegner. Peiniger zuerst. Mich dir helfen.
Ich glaube, ich stelle gleich mal auf Easy um und dann gucken wir mal, wie viel HP die Gegner dann haben. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Alpha-Gegner auf normal so lange dauern. Hier sind Spuren. Das ist ja abartig. Stimmt, können wir hier vielleicht springen? Du sagst, wo es lang geht. Ich bin nur der Handlanger. Ja. Wahrscheinlich dann 3-Hit, ja. Dann habe ich ja schon mal was zugesagt. Ich finde diese Art von Schwierigkeitsgrad erhöhen dumm. So, gebt den Gegnern ruhig ein bisschen mehr HP, aber nicht, dass ich dann, wenn ich auf schwer spiele, auf einmal eine halbe Stunde auf einen Gegner rumprügeln muss, so. Ist halt kompletter Quatsch. Das macht das Spiel nicht schwerer, so. Es macht's nur anstrengender. Ja, von da oben. Nerviger vor allem macht es das Spiel. Hier. Ganz schön hoch. Vertrau mir. Geschafft. Ja, erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Den Newsmiths zufolge war ein Fehler. Was? Den Newsmiths zu folgen war ein Fehler. Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch den finsteren Wald stapfen mussten, erreichten unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Okay. Und wieder so ein Ding, was man theoretisch abschießen könnte. Ich spüre, das Backtracking in dem Spiel ist groß. Ich spüre es schon. Was jetzt nichts Schlimmes ist. God of War hatte auch. God of War bestand zu 90% Backtracking. Und das war gut. Kommt ihr? Ich komme von New Eden Town. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Eden Town haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davongeschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe. Ich glaube, sie will aufs Seil schießen. Hört auf zu zappeln! Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, warte! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ich meine, du hast ein Schwert. Zieh dein Schwert und schwing es zum Seil. Ich
nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen. Warte. Da ist etwas. Was Lebendiges? Nein. Déjà-vu. Ein Knochenwandler. Er hat uns Scheiße! Nimm das Schwert! Nimm doch das Schwert! Du schaffst das! Wie? Bitte. Er hat ein übergroßes Messer in der Hosentasche. War jetzt nicht der schlimmste Gegner. Oh, da ist noch so einer. Okay, ich hab nichts gesagt. Wenn Gegner blocken, kannst du ihre Verteidigung mit bestimmten Angriffen durchbrechen. Ach, er blockt gerade. Okay. Pisst euch. Das war's für dich. Armband der Harmonie. Haben wir automatisch an. Sehr gut. An die Mistkerle, die hier alles mit ihrem beschissenen, verdorbenen, halb aufgegessenen Fraß und ihrem beschissenen, kaputten, scharfkantigen Pfeilspitzen und was weiß ich verdrecken. Ihr seid eine Schande. Hier war schon lange niemand mehr. Alles verrottet. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass er gerade wirklich versucht hat, den Knoten zu lösen, statt einfach das Scheißseil durchzuschneiden mit seinem fetten Schwert, das er in der Tasche hat. Da vorne tut sich was. Ich meine, man sieht oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber dass der ein Schwert in der Tasche hat in der Situation, das wird dir doch einfallen, oder? Gut, ich war jetzt noch nie in der Situation. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das safe so gemacht hätte. Aber wenn da gerade auch noch so ein Skelettkrieger auf mich zuläuft, hätte es doch einen Tacken schneller gehen müssen. So. Oh. Der Hund lebt auf jeden Fall nicht mehr. Haben wir ein paar übersehen? Beweg dich, Red.
wird das nicht. Zurück zur Hölle mit dir! Finde ich frech, dass das hier alles angeteased wird, dass wir da irgendwie drankommen können, aber nicht drankommen. Das muss das Lager sein, von dem die Fallenfrau gesprochen hat. Sieht unscheinbar aus von hier. Wer war sie überhaupt? Eine Art Jägerin. Sie hat dich jedenfalls nicht gemocht. In solch schwierigen Zeiten hilft man einem Fremden nur ungern. Wir haben uns gut gegen die Knochenwandler geschlagen. Du vor allem. Es ist seltsam, die Toten von dieser Seite aus zu sehen. Sie wirken ungewöhnlich vertraut, sind aber tausendfach grässlicher. Befestigungen. Hallo. Düstere Minen. Kein gutes Zeichen. Ruh dich aus, besorg neue Vorräte und dann schnell weiter nach New Edentown. Ich will mit dir reden. Guten Tag, Madam. Und euch auch einen guten Tag, Herr. Ihre Nase habe ich hier aber noch nicht gesehen. Woher kommt ihr denn? Das, Madam, ist eine lange Geschichte. Ich bin Red McRae, der Verbanner. Edith Keane, Miss Keane, wenn ihr wollt. Also gut. Wir sind keine Fremden mehr. Es ging schnell. Obwohl die Zeiten in der Tat befremdlich bleiben. So schlimm, was? Wir werden sicher überleben, aber jetzt gerade sind wir müde und hungrig. Ich muss jetzt gehen. Okay, ich quatsch doch nicht mit denen. Mit Gottes Hilfe werden wir. Es ist schön, dass man mit denen quatschen kann, aber ich will jetzt kein. Ich will kein. Horizon Forbidden West Flashback haben bei so zu viel Dialogen. Bei Horizon Forbidden West war das halt echt übertrieben. Seitdem bin ich auch echt ungeduldig geworden, was Dialoge angeht, weil Forbidden West hat es halt echt übertrieben. Da hast du eine halbe Stunde mit einem geredet und dann hast du eine Mission gemacht und konntest nochmal eine Stunde mit dem reden. Und du musstest es nicht tun, aber ich hab's getan. Verbanner, ihr seid da. Warum steht sie und wartet auf uns? Kommt, ich will ein Wort mit euch wechseln. Jetzt will sie unsere Hilfe wetten. Wetten? Die wollen jetzt unsere Hilfe? Aber uns erst hängen lassen? Wortwörtlich? So, ihr habt uns also doch gefunden, Red McRae. Ja, auch ohne eure Hilfe. Ich musste sicher sein, dass ihr alleine zurechtkommt. Ihr könnt so lange bleiben, bis wir euch auffordern zu gehen. Ich bin Kate Newsmith. Ihr könnt euch an mich wenden, wenn ihr etwas braucht. Oh, das ist die, der gefolgt haben und wo die gesagt haben, das war ein Fehler, denen zu folgen.